auch sagen, genau das, was du ansprichst. Ja. Also ich habe zum Beispiel in der T-Zone auch eine sehr starke Teigbildung oder Sebumbildung. Mhm. Und deshalb habe ich auch viele abgestorbene Hautschuppen, die das tendenziell eher blockieren, wodurch genau diese Komedogene entstehen. Mhm. Und da hilft bei mir auch nicht 2% oder 5%, egal von welcher Säure. Mhm. Ich muss da schon mit 25% AHA-Säure, Trichloressigsäure ran. Mhm. Sonst wird das nicht aufgebrochen und der Teig kann nicht mehr abfließen. Mhm. Das ist ein super Hinweis, weil wenn wir bei so einer hohen Konzentration beginnen, sollten wir vielleicht so ein paar Regeln auch geben. Unbedingt. Weil das lässt man nicht die ganze Nacht auf der Haut. Wie machst du es, Melli? Also ich lasse das einerseits bei meiner Kosmetikerin durchführen. Das ist bei so einer Säure wirklich wichtig. Mhm. Und das bleibt, glaube ich, nur zwei Minuten auf der Haut. Richtig. Und auch nicht auf der ganzen Haut, zum Beispiel um die Augen. Mhm. Hier haben wir auch weniger Talgdrüsen. Da ist die Haut viel empfindlicher, viel trockener. Wenn ich das da auftragen würde, das möchte ich nicht erleben. Also sogar 20%. Es gibt von Paula's Choice, ich weiß nicht, ob wir es da haben. Ja, das ist, Ist es das? Das liebe ich auch. Die haben da drin AHA und BHA vereint sozusagen. Aber das lässt du nicht lange auf der Haut. Das Ganze, und vor allem raus aus der Augenpartie, weil das willst du nicht, dass das ins Auge geht. Genau. Aber ist sehr effektiv und kann man dann hinunterwaschen. Ja, das mache ich aber auch wirklich nur so einmal in zwei Wochen. Bravo. Mhm, weil sonst leidet die Hautbarriere drunter. Mhm. Und wie du vorher gesagt hast, das ist die Eintrittskarte für alle Viren und Bakterien. Weil eine angegriffene Hautbarriere, wo du einfach zu viel mit Alpha-Hydroxy und Beta-Hydroxy gearbeitet hast, die wird sehr schnell trocken, spröde, altert dadurch auch schneller und vor allem oft wird sie unreiner.